Hallo und herzlich willkommen hier in unserer wunderschönen kleinen Stadt, Dorf, Metropole, ich weiß nicht, aber namens Pixel, hier in Let's Play Banished. Jetzt muss ich jetzt mal schauen, wo ich stehen geblieben bin. Das letzte Mal, ich müsste mir echt mal angewöhnen, noch vielleicht die letzte Folge nochmal anzuschauen, damit ich weiß, wo ich aufgehört habe, wenn ich jetzt ein paar Tage lang nicht gespielt habe. Oh, ein kleines Schaf. So, wie sieht's denn eigentlich aus? Wo sind wir denn hier stehen geblieben? Wir haben die ganzen Leute bei Stonecutter drin. Hier oben in unserem Steinbruch, den wir gebaut haben. Da, 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 da. Mal schauen, wo sind wir stehen geblieben? Was machen wir heute? Essen brauchen wir auf jeden Fall wieder. Wo sind wir denn eigentlich? Early Spring. Dann sollten wir vielleicht mal die Cutter mal raustun, dafür bei den Farmern reinsetzen. Genau, wir haben ja letztes Mal auch die Schule neu gebaut. Da haben wir einen Teacher, haben wir drinnen. Wir haben Brennholz, haben wir noch, Woodcutter. Also Brennholz haben wir, aber kein Holz. Mal das Pflanzen wieder aktivieren. Forester haben wir 2 von 4. Werkzeug haben wir noch. Dann mache ich mal meinen Woodcutter mal runter und setze den mal noch bei dem Forester mit rein. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir auch die ganzen Häuser hier noch ein bisschen bauen. Vor allem die Geschwindigkeit noch mal ein bisschen erhöhen. Gehen wir mal auf 2. Jo. Im Prinzip bauen. Zum Bauen steht ja schon einiges an. Wie hier hinten haben wir 6 Wohnhäuser. Die Farmer müssen jetzt natürlich wieder ran, um wieder unser Lebensmittelvorrat aufzufüllen. Den füllen wir, glaube ich, auch mal auf 15.000 auf. Dann können wir ja auch mal eine Zeit lang mal ein bisschen Ruhe haben. Hier wird Korn angebaut, hier Potatoes. Und hier. Ach stimmt, das wird ja noch. Genau, das soll ja noch eine Farm. Ich will da ja noch eine Rinderfarm machen. Das heißt, ich werde einen Builder brauchen, der mir hier mal ein bisschen zur Hand geht. Da, 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 da. Ist eigentlich cool, dass es, besser faszinierend, dass das Brennholz hier landet, obwohl hier noch Platz ist und hier unser Woodcutter ist. Hm. Komisch. Was habe ich eigentlich? Grenze 1000? Jetzt regnet's wieder. Ist ja wunderprächtig. Ach stimmt, bei den Stonecutter haben wir jetzt alle raus. Mann, hier pisst es. Das ist unglaublich. Hier haben wir ja auch nur einen, also. Boah. Nachwuchs wäre echt nicht schlecht. Ich möchte so gerne mal alles voll haben. Vor allem, wie sieht es eigentlich mit Leder aus? Leder haben wir noch 24. Wolle müssten wir eigentlich auch noch eine Menge haben. Wolle 8. Du bringst, glaube ich, jetzt Wolle. Genau, 43 haben wir hier noch. Und da ist nur Wollcoat drinne. Da, 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 da. Ist ja richtig deprimierender Regen, der hier. Vor allem, wenn ich aus dem Fenster schaue und draußen die Sonne scheint. Kommt, farmt mal an hier. Baut mal an. Was habe ich hier? Haben wir nochmal Pfirsiche, hatte ich ja angebaut, ne? Da konnte ich ja auch noch Pfirsiche anbauen. Ich will vor allem die Rinderfarm ganz gerne fertig haben, weil anscheinend das ganze Fleisch deutlich mehr Nahrung produziert für den geringeren Personaleinsatz. Also wir haben hier momentan nur 1 oder 2, aber trotzdem wird ja ziemlich gut Lebensmittel gemacht. Deswegen dann könnte ich nämlich ein paar Farmer abzwacken und woanders einsetzen, wo ich sie gebrauchen könnte. Da, da, da. Ah, Autoload, Autosave.
Einen Hunter habe ich nicht drin. Ich wundere mich, dass diese Heilungszeug, die Medizin, nicht weniger wird. Habe ich hier eigentlich noch irgendwas drin? Wolle habe ich hier drin. Trade. Ja, da kann man eigentlich schon ziemlich gut handeln damit. Dass ich vor allem dann ein paar Rinder bekomme. Potato, Peach. So, wie sieht's da aus? 24 von 66 Holz. Ich brauche anscheinend wieder dringend Holzi. Dann machen wir das doch mal so, dass wir hier einfach auch mal ein bisschen Holz abbauen. Wo bauen wir dich ab? Ich würde sagen, wir bauen einfach mal hier ab. Schieben wir uns mal dahin, dann können wir. Na, machen wir lieber dahin, dann können wir das ein bisschen beobachten. Da. Ich will nämlich, dass das Ding fertig ist, wenn dann. Ich habe nämlich, soweit ich weiß, haben wir in einer der letzten Folge Rindviecher bestellt bei unserem Trader. Deswegen möchte ich ganz gerne, dass dieses Gehege fertig ist, bis der kommt. Was bist denn du eigentlich, Farmer? Hä? Ja, die Farmer sollen hier drauf arbeiten und nicht da hinten Zeug holen. Das verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Warum brauche ich dann so viele Farmer, wenn in der Hauptzeit die ganzen Farmer gar nicht hier drauf sind? Muss man das verstehen? Und vor allem, das ist auch immer so ein Ding, ne? Jawohl, ist Abhalting. Ja, jetzt geht's zur Farm. Fällt ein Baum? Aber lassen das Zeug immer liegen, dann könnten sie doch eigentlich, wenn sie eh schon zurücklaufen, das Zeug gleich mitnehmen. Da. Ist schon, brauchen wir wieder einen Woodcutter. Ist hier ein Brennholzverblasen da hier? Aber wenn ich erst einmal den Bereich habe, dann könnte ich wirklich einen Farmer ein bisschen reduzieren. Ich möchte ganz gerne das Lebensmittelvorrat erstmal ein bisschen aufbauen. Ich lasse mal ein bisschen schneller laufen. Mann, hier pisst es ohne Ende. Unglaublich. Das ist ja voll deprimierend. Okay, einerseits braucht man das ja für die ganzen Felder. Die haben ja auch Durst. Aber es ist schon blöd, wenn man die ganze Zeit im Spiel spielt, wo es die ganze Zeit nur pisst ohne Ende. Noch haben wir keinen Schüler, ne? Wir haben zwar einen Teacher drinnen sitzen, 10 Kinder, aber keinen Schüler. So, hier liegt Holz rum. Sammeln mal ein, genau. Legst doch gleich dahin. Bist doch schon da. Da. So, wie sieht's mit unserem Mais aus? Ja. Unser Mais, dann haben wir hier unsere Potatoes. Unsere Grumbern, wie man bei uns hier in der Gegend auch ganz schön sagt. Grumbern sind gleich Kartoffeln, wer es nicht weiß. Du warst die Schule, ne? Ja. Guck mal, das sieht doch, wenn die Sonne scheint, sieht es doch viel schöner aus. Jetzt wäre es noch schöner, wenn man noch richtig schön reinzoomen könnte. Aber das sieht so eigentlich auch nicht schlecht aus. Im Endeffekt reicht das ja auch. Das weiter reinzoomen wäre ja nur so für die Optikfanatiker, so wie mich. So wie bei SimCity ist mal cool, wenn man dann so sprichwörtlich aus der Perspektive von einer Person, die da rumläuft, immer schauen kann. Das wäre hier sicherlich auch ganz schön, wenn man da so ein bisschen durch den Markt laufen könnte. Am Endeffekt ist es so auch schön anschaubar. Kann man eigentlich nicht meckern. Komm, 49 von 66.
Da, 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 da. Schon wieder 1000 Nahrungsmittel weniger. Wird Zeit, dass sie wieder geerntet wird. Wir sind jetzt im späten Sommer. Da müsste es eigentlich bald losgehen. Ach ja. Komm, erntet. Ich brauche einen Wohner. Oh, wir haben einen Schüler. Number of students and children. Dann bekommen wir langsam mal gebildete Arbeiter. Jetzt wird ja auch endlich das Mais geerntet. Und unser Lebensmittellager geht wieder nach oben. Wir sind jetzt wieder bei 2200. Das wäre noch schön, wenn wir hier irgendwie so gewisse Upgrade-Möglichkeiten hätte, wenn man schon so eine Schule hat, vielleicht auch irgendeine Art Erfinderhaus. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so viel über das Spiel. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, ob der Entwickler noch weiter dran arbeitet und noch mehr Sachen einbaut. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Wenn das jemand weiß, wäre es schön, wenn er das mal in die Kommentare schreiben würde, weil das würde mich wirklich mal interessieren. Weil es gibt noch einiges, was interessant wäre, auch was zu dieser Zeit, in der das Spiel ja spielt, passen würde. So eine Art Erfinder oder sowas, der, ich sag's mal grob, das Rad erfindet. Oder einfach nur besseren Ackerbau erforschen könnte, dass er mit den Ochsen arbeitet oder irgend sowas in der Richtung. Das wäre sicherlich noch interessant. Also auch wenn das Spiel wirklich schon sehr interessant zu spielen ist, es auch wirklich Spaß macht und ich finde auch ziemlich gut ausbalanciert ist, dafür, dass es wohlbemerkt nur eine einzige Person programmiert hat, hat es dennoch noch enorm viel Potenzial. Was ist denn, Rad haben sie schon? Schublade? Schubkarre? Schublade. Gerade so kleine Upgrade-Möglichkeiten wären auf jeden Fall nicht schlecht. Das hat aber noch geerntet. Jetzt wird auch unsere zweite Farm gebaut. Wenn wir da jetzt sowieso einen... Da werden wir hier auch mal anfangen wieder zu bauen. Ein Haus mehr. Und wir setzen mal bei den Woodcuttern jemanden rein. Ja, nicht bei den Woodcuttern, bei den Forester wollte ich machen. Genau. Da können wir eigentlich noch einen reinsetzen. Bei den Forestern, dass das mal ein bisschen mit dem Holz vorangeht. Obwohl ich ja durch das Fell hier hinten... Ne, achso. Durch das Fell hier hinten ja ein bisschen wieder vorankomme. Oh, es schneit. Komm, sammelt mal hier die restliche Ernte ein. 6 Farmer. Und ihr macht nichts. Komm. Was wird weniger? Stone is low. Naja, klar, weil ich da hinten das Haus noch baue. Und da bin nur 4 von 40 drinne. Komm, sammelt mal die restliche Essen da hier ein. Aber das Dumme ist nämlich, wenn das da stehen bleibt, da wird dann nächsten Jahr nichts mehr angebaut da hier. Deswegen muss ich das gerade mal ein bisschen priorisieren. Dann schicke ich dir nämlich gleich wieder welche zu den Stonecuttern. Oh, wir haben jetzt mittlerweile 3 Schüler, sehe ich gerade. Da, da. Einen Farmer. Na, ein bisschen blöd, ich brauche mehr Farmer. Nicht Bilder, Farmer. So, das heißt, das eine ist fertig, dann können wir nämlich so machen. 2 auf 4, 1 auf 4. Komm, mach mal hier einen rein. Könnte mal ein bisschen mehr verteilen. Ich möchte ganz gern, dass der hier war. Sonst fallen mir die Bäume immer um. Das ist das Blöde. Dann machen wir es lieber so: Stonecutter. Dann setzen wir lieber alle da rein.
Bilder. Jetzt mal hier mal dich da rein. Achso, das Ding habe ich ja schon offen da hier. Momentan kann ich da auch wieder nur Schafe machen, aber ich möchte ganz gerne Rinder machen. Der Vorteil nicht. Obwohl, jetzt weiß ich nicht, ob. Ob. Hier wird mir ja nur angezeigt, was ich habe, aber was es gibt. Würde mich interessieren, ob es auch Milch gibt bei den Kühen. Müssen wir mal testen. Auf jeden Fall habe ich ja Kühe bestellt. Und die werden wir auch da einsetzen. Da, 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 da. Da, da. Was ich auch mal machen kann, hier oben die Steine mal abbauen mit der Zeit. Und wenn wir schon dabei sind, können wir das Eisen eigentlich auch gleich mitnehmen. Einfach nur, wenn ja hier unsere Arbeiter mit den Bäumefällen hier unten soweit fertig sind. Woodcutter haben wir eingestellt, ja. Ich weiß nicht, ob der uns reicht, der hier. Der Forester. Oder ob ich vielleicht der hier oben nochmal einen hinsetze. Bin mir noch nicht gerade nicht ganz sicher. Oder vielleicht ziehe ich auch das hier ein bisschen weiter da rein und mache hier hinten noch irgendwo einen Forester rein. In das Feld. Aber momentan habe ich eigentlich, bevor ich jetzt weitere Gebäude baue, will ich eigentlich ganz gerne erstmal das, was ich habe, voll einsetzen. Locks is low. So, die schieben wir wieder mal hier unten hin. Hier fehlt ja eigentlich nur noch Stein. 8 Stein fehlt ja noch. Early Spring. Das heißt, ich muss wieder erst ein bisschen langsamer machen. Und es ist jemand gestorben, altersbedingt. Wo hole ich die jetzt alle her? Natürlich wieder Stonecutter. Dann machen wir alle wieder rein. Einen Forester machen wir wieder rein. Einen Builder machen wir rein. Machen wir noch einen Forester rein. Oh, das müsste so eigentlich hinhauen. 4 Schüler haben wir mittlerweile und 10 Kinder. Das heißt 14 Nachwuchs. Es geht auch ganz gut voran da hier. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Wohnhäuser. Wenn man hier schaut, die sind ja eigentlich schon ziemlich voll, die Bunker, bis auf den hier. Okay, der ist schon ziemlich alt. Das Haus wird also bald leer. Und schon wieder so ein Pisswetter. Unglaublich. Hier will ich Rinder. Rinder. Wenn man nämlich sieht, hier das Schafsfleisch, 1426. Da kommt schon einiges zusammen. Leder. Ich hab doch da hier einen. Kleidung habe ich noch genug. Taylor ist eh ausgeschalten. Leder und Wolle, okay. Ach ja. Schön, wie sie alle werkeln. Hinten unsere Schafe. 18 von 17, das heißt, da wird bald wieder eins geschlachtet. Warte mal, der Einzugsbereich. Momentan sind alle Häuser drin, auf jeden Fall. Was ist low? Locks ist low. Ich will auf jeden Fall schauen, dass wir irgendwann da hier mal noch ein Stadthaus bauen. Wo warst du drinne? City Hall. Town Hall. In dem Bereich hier kann man allgemein nichts bauen auf diesem Berg. Da müsste es auch noch die Möglichkeit geben. Oh,
die Möglichkeit geben, das irgendwie zu begradigen. Da wäre es natürlich auch nicht schlecht. Aber 124 Stein, das ist natürlich nicht ohne. Und wir haben unsere Händler da. Trading, was hast du? Nichts Gescheites. Kann ich da was ordern? Was kann ich denn da ordern? Was will ich denn ordern? Nichts, was ich jetzt will. Du hast nur Pekannüsse und Pfirsiche. Pfirsiche habe ich selber genug? Nee, ich will lieber hier ein paar Rinder haben. Und Holz ist immer noch low. Stein haben wir auch keins. Da brauchen wir auch nur noch drei da unten. Ach ja. Das ist gerade so eine Phase. Entschuldigung an die Zuschauer da draußen, aber das ist momentan so eine Phase, wo es eigentlich nur ums Warten geht. Ich brauche Personal, um an den Baustellen, wo die Ressourcen produziert werden, einzusetzen. Die habe ich aber nicht. Jetzt fällt mir gerade ein, habe ich eigentlich einen Brunnen? Ich habe hier vorne einen Brunnen. Das heißt, wir können aber hier oben eigentlich noch einen hinsetzen. Das machen wir mal so, aber dich machen wir auf Pause. Das ist ja nur schon mal so wenig als Platzhalter. Da geht natürlich wieder ein Haufen Stein drauf bei den Wegen. Aber das lassen wir jetzt mal so. Ich muss sowieso eigentlich irgendwann mal die ganzen Wege noch upgraden da hier. Auf Steinwege. Dass das innerhalb der Stadt ein bisschen schneller vorangeht. Logs ist low, oder? Auch wenn Stone auch low ist. Wird momentan nur wegen den Logs gemeckert. Machen wir mal ein kleines bisschen hier die Straßen-Upgrades. Das kann ja alles so immer mal so nebenbei passieren, wenn halt mal Steine da sind oder so. Ich muss nur schauen, dass ich jetzt auf jeden Fall auch mal Steine produziere. Ich will nur so ein paar Schlüsselwege mal machen. Schauen wir mal, was draus wird. Da, 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 da. Kommt eigentlich mal wieder mal Nachwuchs hier. Würde mich mal vor allem mal interessieren, ab wie vielen Jahren gelten die als Erwachsene? Na los, die Ernte nehmen wir noch mit in dieser Folge. Dann kann ich, wenn ich nebenbei auch noch mal wieder ein paar Jäger einsetze, gibt das auch wieder Nahrung. Den Forester brauchen wir auf jeden Fall mal eine Ladung. Da gehen wir mal auf 1000 hoch. Da können wir momentan nicht genug haben. Steine sowieso. Da gehen wir auch mal auf 1000 hoch. Was heißt denn das eigentlich? Heißt das, dass das Ding nicht unbegrenzt ist? Ich glaube nicht, dass du jetzt... Oder zählen die Steine als Lager? Dann sollte ich vielleicht mal dich wegmachen und einen Stonecutter einsetzen, in der Hoffnung, dass der die Steine da holt. Mäh. So, es wird abgefarmt. Das machen wir doch gleich mal ein bisschen schneller. Also letztes Mal wurde das Korn deutlich früher abgebaut, also ich weiß nicht. Manchmal geht es schneller, manchmal nicht, manchmal dauert es länger. Ich weiß nicht, wonach sie das richtet, da hier.
So, und die Nahrung geht wieder nach oben. Auch wenn wir noch deutlich mehr brauchen. Dass wir mal eine Zeit lang die mal von den Farmen wegziehen können und woanders hinsetzen können. Ich setze mal im Herbst. Zumindest wird das Kartoffelfeld früher abgebaut diesmal. Letztes Mal war ja noch fast ein ganzes Viertel frei. Unabgebaut. So, jetzt kommt langsam der Winter. So. Jetzt ziehen wir nämlich mal die Farmer ein bisschen ab. Bei den Forester nochmal rein, dass wir Holz bekommen. Und bei den Stonecuttern wieder rein. Wir haben jetzt 8 Schüler mittlerweile schon. Ist das nicht toll? Ich hoffe, das bringt dann auch wirklich richtig was. Wie sieht es hier aus? Okay, hier werden die Bäume gefällt. Ich habe, glaube ich, eh bloß diese Fläche da hier genommen. Oh, wir haben ja wieder Nachwuchs bekommen. Den setzen wir mal da rein. Logs ist low, ist klar. Machen wir da mal ein bisschen langsamer. Und ich würde sagen, ich habe ja gesagt, diese Ernte nehmen wir noch mit in dieser Folge. Das haben wir jetzt auch geschafft. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich ciao, ciao.